Hey, ich bin Anton und spiele in Der Krieg und ich den Kurt. Hallo, ich bin Nina und spiele in Der Krieg und ich die Sandrine. Kurt nimmt dich mit in die Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Die Figur, die ich spiele, ist frei erfunden. Orientiert sich aber an wahren Geschichten, die Kinder in ihren Tagebüchern oder Briefen aufgeschrieben haben. Es geht um Krieg, Bombenangriffe und Flucht. Kinder wurden von ihren Eltern getrennt oder mussten Soldaten sein. Wir erzählen dir davon, weil wir nicht wollen, dass so etwas nochmal passiert. Am besten du schaust dir die Serie mit einem Erwachsenen an. Weitere Infos findest du auf www.derkriegundich.de. Wir wollen euch mitnehmen auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Ich will auch endlich dazugehören. Wir machen weiter, wir geben nicht auf. Endlich sind wir Soldaten. Ich will, dass der Krieg aufhört. Mama, Papa, wo seid ihr? Ich muss nur vorsichtig sein. So etwas soll nie wieder ein Mensch erleben müssen. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Der Zweite Weltkrieg. Kinder wie wir haben ihn vor langer Zeit erlebt. Und wir wollen euch davon erzählen. Norwegen, 1940. In einem Fischerdorf im Süden Norwegens lebt der 10-jährige Fridtjof. Wenn ich groß bin, bin ich Kapitän auf meinem eigenen Fischerboot und fange den Fisch für unser ganzes Dorf. Alle Flugzeuge weg. Darf ich mit rausfahren? Nein, das ist nur was für echte Seemänner. Bist ja auch kein echter Seemann. Doch, und ob? Mist, den muss Papa mir noch mal zeigen. Iva, komm gesund zurück. Ihr werdet mir fehlen. Papa, warum hast du ein Gewehr? Wegen der Flugzeuge? Rika, Fridtjof, jetzt hört mir mal gut zu. Die Deutschen haben unser Land überfallen. Deshalb muss ich jetzt fort. Wir wollten doch zu den Reusen fahren. Bitte geh nicht weg. Sieh mal, wir sind Norweger. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Warum reicht es nicht, wenn die anderen gehen? Alle Männer, die kämpfen können, müssen mithelfen. Es geht doch um unser Land. Unsere Freiheit. Was ist Freiheit? Freiheit... Ach, weißt du, Rika. Ein alter Seemann hat mal gesagt, Freiheit ist wie die Luft, die wir atmen. Erst wenn sie weg ist, wissen wir, dass wir sie brauchen. Die Deutschen sollen uns aber nicht die Luft wegnehmen. Hier, Fridtjof. Halt immer den Kurs. Und pass gut auf unsere Frauen auf. Du bist jetzt der Kapitän. Wie soll ich das schaffen ohne Papa? Wenn Norwegen befreit ist, sehen wir uns wieder. Papa soll nicht weggehen. Diese verdammten Deutschen. Die Norweger wollen keinen Krieg. Doch im April 1940 wird Norwegen von Nazi-Deutschland angegriffen. Tausende Norweger sind gezwungen, ihr Land zu verteidigen. Deutschland braucht Norwegen, um erfolgreich Krieg führen zu können. Hier gibt es Eisen und Kohle. Beides wird benötigt, um Waffen zu bauen. Außerdem liegt Norwegen für die Deutschen sehr günstig. Von den Häfen aus können sie die ganze Nordsee kontrollieren und Großbritannien angreifen. Deswegen befiehlt der deutsche Diktator Adolf Hitler, Norwegen zu überfallen. Ich schaff's nicht allein. Ich schaff's nicht. Raus und rein. Bist du böse? Was? Nein, ich bin nicht böse.
Komm, das wird schon. Dein Vater war auch nicht der Stärkste. Papa ist stark. Er kämpft gegen die Deutschen. Ja. Wir haben verloren nach nur 2 Monaten. Aber Papa kämpft weiter bei denen. Ja, bei den Briten. Und geben wir auf? Was werden die Deutschen mit uns machen, Onkel Arne? Ja, das weiß ich auch nicht. Aber die sind überall. Überall? Kommen die auch zu uns? Bleib ganz ruhig. Die werden uns schon nichts tun. Warte, ich helfe dir, Fritjof. Gut fest. Raus! Richte den Anker. Fahren wir zum Hafen. Ich hab mir so gewünscht, dass Papa die Deutschen verjagt. Norwegen hat nur eine kleine Armee mit 60.000 Soldaten, alten Flugzeugen und wenigen Kriegsschiffen. Deutschland überfällt Norwegen mit doppelt so vielen Soldaten. Mit großen Kriegsschiffen, Flugzeugen und sogar mit Fallschirmspringern. Die Norweger haben keine Chance. Immer mehr Städte werden bombardiert und immer mehr Menschen sterben. Damit das aufhört, beschließt der norwegische König Hakon mit seiner Regierung aufzugeben. Der König, die Regierung und viele Soldaten fliehen nach Großbritannien. Ganz Norwegen ist nun von deutschen Soldaten besetzt. Onkel Arne, da sind das Deutsche? Sieht so aus. Hast du keine Angst? Guten Tag. Guten Fang gemacht? Können nicht klagen. Wir würden gerne Ihre Fische kaufen. Was wollen die Fische kaufen? Sie wollen von uns Fische kaufen? Ganz recht. Und zwar nehmen wir gleich alle. Alle? Und ich dachte schon, die wollen uns töten. Was, töten? Aber keineswegs. Wir sind eure Freunde. Der norwegische Fisch ist berühmt in ganz Deutschland. Die haben unser Land überfallen, um Fisch zu kaufen? Wer weiß. Hier sind 2 Wertscheine. Die können Sie gegen Geld eintauschen. Unsere Kameraden werden sich freuen. Wer bist du? Fritjof. Fritjof? Hier, mein Junge. Den Wertschein kannst du in ein paar Wochen gegen Geld eintauschen. Pass gut drauf auf. Packt mal mit an, ihr sollt euer Mittagessen. Ja, wunderbar. Hauptstadtführer, würden Sie eine Fotografie machen? Müller geht immer ran an den großen Blonden. Das hätte ich nie gedacht. Die haben alle Fische gekauft und sind ganz freundlich. Du lach doch mal, Kleiner. Norwegische Kinder machen ihre ersten Erfahrungen mit deutschen Soldaten. Manche von denen waren zu uns sehr nett. Und wir hingen um ihre Boote herum. In der Hoffnung auf ein Stück Schokolade oder ein Bonbon. Ich habe meine ersten deutschen Wörter gelernt. Achtung, verboten und Schnaps. Unsere Eltern haben uns Jungs verboten, mit den Deutschen zu sprechen. Die hatten unser Land besetzt, also sollte niemand mit ihnen reden. Für das Auftreten der deutschen Soldaten in Norwegen gibt es klare Regeln. Zum Beispiel sollen sie Norweger nicht anschreien, sondern höflich mit ihnen reden. Die Norweger sollen die Deutschen als Freunde sehen. Doch die Deutschen haben jetzt das Sagen. Sie bestimmen. In jeder Stadt, in jedem Hafen und in jedem noch so kleinen Dorf Norwegens erleben die Bewohner jetzt, was Besatzung bedeutet. So viel Geld für 1 Monat Arbeit. Papa wäre stolz auf mich. Jetzt bin ich schon 1 Monat lang Fischer. Ich hätte es ihm so gerne gezeigt. Das sollte Papa sehen. Wow. Fritjof, hast du das Geld für die Wertscheine bekommen? Ja, mein erstes selbstverdientes Geld. Hier. Das ist alles? Wo ist der Rest? Hast du etwa was verloren? Nein, das habe ich nicht. Die Fische waren doppelt so viel wert. Aber mehr haben sie mir dafür nicht gegeben. Das ist viel zu wenig. Das kann nicht sein.
Wie sollen wir davon einen Monat leben? Hier. Die Deutschen kaufen alles auf. Milch, Gemüse, Kartoffeln. Im Dorf gibt's fast nichts mehr. Was soll ich denn zu essen machen, wenn die uns alles wegnehmen? Onkel Arne hat gesagt, die Deutschen nehmen uns die Luft weg. Nehmen sie uns auch das Essen weg? Alles nehmen sie uns weg. Und was machen wir nun? Mir fällt schon was ein. Nur was? Die Norweger bekommen von den deutschen Besatzern viel zu wenig Geld für ihre Arbeit. Die Deutschen bestimmen sogar, wie viel jeder Norweger zu essen bekommt. Viele Kinder werden krank, weil sie zu wenig zu essen haben. Und es wird immer weniger und weniger. Fast der ganze norwegische Fisch wird beschlagnahmt und nach Deutschland geliefert, um die Menschen dort und die Armee zu versorgen. Guten Tag. Ah, guten Tag. Hier, bitte. Jetzt weiß ich, was ich mache. Wenn die Deutschen zu wenig bezahlen, bekommen sie einfach keinen Fisch. Ja. Tut mir leid, heute verkaufe ich nichts. Komm, gib mir einen Fisch. Nein. Hauptchauffeur, der verkauft keinen Fisch. Was ist los? Hier, nimm. Herr Soldat, wir brauchen die Fische selbst. Darum kann ich Ihnen heute meinen Anteil nicht geben. Du verkaufst, ist das klar? Hörst du? Du verkaufst, wird's bald. Nein. Nein? Der hält das für ein Spiel. Meinst du, du hast dir irgendwas zu sagen, hä? Ha? Nein. Nee? Und weil wir uns so gut verstehen, machst du jetzt mal einen richtig schönen deutschen Gruß. Arm hoch. Verzeihen Sie, Herr Kommandant, er ist doch noch ein Kind. Ich bitte Sie. Klappe halten. Arm hoch. Heil Hitler. Was? Heil Hitler. Lauter! Hitler! Heil Hitler! Gut, braver Junge. Gebt dem Jungen einen Fisch, wir sind ja keine Unmenschen. Hier, jetzt nimm den Schein. Trotzdem, es ist unser Fisch. Und ab. Wer nicht gehorcht, bekommt schnell die andere Seite der sogenannten Freunde zu spüren. Denn die Deutschen wollen den Norwegern auch ihre Ideen aufzwingen. Sie bestimmen, was in den Schulen unterrichtet wird und welche Radiosender die Norweger hören dürfen. Viele Norweger wollen das nicht und fragen sich, was sie dagegen tun können. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Das hast du selbst gesagt. Wir bringen diese Fische alle in den Hafen. Ich will die Fische nicht den Deutschen geben. Doch, genau das tun wir. Ich muss es schaffen. Ich muss es schaffen. Du schaffst es. Sehr gut. Ja. Onkel Arne, und wenn wir die Fische heimlich woanders an Land bringen und sagen, die Reuse hat ein Loch? Nein. Die Deutschen sind nicht dumm. Das ist Unfug und gefährlich. Mama weint jeden Abend. Wir haben kaum noch was zu essen. Und unseren Nachbarn geht's auch nicht besser. Wir werden es uns nicht mit den Deutschen verscherzen. Du willst ja nur weiter Tabak bei den Deutschen eintauschen. Fridjof, glaub nicht, dass die ihre Waffen nur zum Spaß tragen. Sollen wir uns denn alles gefallen lassen? Hey, die Fische kommen in den Hafen. Leg den Kurs fest. Die Menschen in Norwegen sind uneinig darüber, wie sie sich den Deutschen gegenüber verhalten sollen. Also lassen wir uns doch unterkriegen. Die meisten sind zwar gegen die Besatzer, aber sie haben Angst und arbeiten für die Deutschen. Es gibt auch Norweger, die die Ideen der Nazis gut finden. Aber immer mehr Norweger beginnen, sich gegen die Besatzer zu wehren. So ist es. Genau. Warum tut Onkel Arne so, als wären das unsere Freunde? Die sind einfach hierher gekommen und bestimmen über alles. Heute gibt es Fisch zu Hause.
Norwegische Kinder versuchen, die deutschen Soldaten zu ärgern. Sie lassen heimlich die Luft aus den Reifen ihrer Fahrzeuge oder denken sich freche Sprüche aus. Deutsche Soldaten, nix Kameraden, trampeln durch die Straßen und essen unser Essen auf. Das Wort Deutsch bekam einen sehr bitteren Beigeschmack. Und ich wollte unbedingt etwas tun gegen diese Besatzer. Bitteschön. Oh, danke. Wie in aller Welt hast du das geschafft? Die Reuse war kaputt. Da gibt's heute keinen Fisch für die Soldaten. Bitte sehr, Frau Eriksen. Was hat das zu bedeuten? Ich dachte, die merke es nicht, wenn ich die Fische mitnehme. Darüber reden wir später. Lauf, versteck dich! Wo ist der Junge? Wo ist der Junge? Der Fridtjof, der bringt uns noch in Teufelsküche. Da sind wir doch schon längst. Hast du die Deutschen hergeführt? Die haben mich hergeführt. Mit dem kleinen Verbrecher nicht im Griff, was? Wo ist der Bengel? Wo ist der Bengel? So. Nein, nein, nicht! Lass du wirst mir jetzt sagen, wo dein Bruder ist, ja? Nicht, bitte nicht! Oder soll ich dir deine blonden Haare abschneiden, ne? Lass meine Schwester los! Ja, komm, hol sie dir! Ja, komm her, du! Ja. Fridtjof! Das sollte eine Lehre sein. Fridtjof! Das! Ich mach das bestimmt nie wieder! Abhören! Herr Kommandant! Yeah. Bitte! Das bitte war doch nur ein dummer Junge! Er macht das nie wieder! Herr Kommandant, ich bitte, bitte Sie, das war doch nur ein dummer Schrei! Oder ich nehme euch alle mit. Abmarsch. Mama! Nein! Nein, bitte nicht! Schlafen muss sein. Jede Form von Widerstand gegen die Deutschen wird bestraft. Schon Kleinigkeiten sind gefährlich. Für Kritzeleien gegen Deutsche werden einzelne Schüler eingesperrt. Trotzdem wehren sich die Norweger gegen die Besatzer. Und die greifen hart durch. Vor allem die sogenannte Waffen-SS, eine besonders brutale Einsatzgruppe der Nazis, ist bei den Norwegern gefürchtet. Was machen die jetzt mit mir? Warum habe ich nicht auf Onkel Arne gehört? Herr Soldat, was machen Sie jetzt mit mir? Arbeitslager. Ich wollte mich doch nur um Mama und Rika kümmern. Guten Tag, Herr Kommandant. Guten Tag. Ich dachte, Sie haben vielleicht Lust auf Gesellschaft. Onkel Arne? Ein Gläschen in Ehren. Sie wissen ja, dass ich das eigentlich nicht darf. Was will Onkel Arne hier? Ein Gläschen kann ja wirklich nicht schaden. Ah. Sie vermissen Ihre Familie. Deutschland. Danke. Was hat er vor? Ja. Mein Großer. Ein guter Junge. Aber seit ich im Krieg bin, ist er außer Rand und Band. Macht nur Dummheiten. So wie Fridtjof. Kein Fisch ohne Gräten, kein Mensch ohne Fehler. Fische haben Gräten, Menschen haben Fehler. Das stimmt, so kann man es sehen. Was reden die da? Können sie nicht was für Fridtjof tun? Ich meine... Schon verstanden. Ist Ihnen klar, was für ein Risiko ich eingehe? Ja. Würden Sie wollen, dass Ihr Sohn für einen dummen Jungenstreich ins Gefängnis kommt? Herr Kommandant, bitte. Ihr müsst aber schnell verschwinden. Ja. Und der Junge muss weg, weit weg. Vielen Dank. Na komm. Vielen Dank. Jetzt schnell. Ihr habt eine Stunde, dann gebe ich Alarm. Danke. Das werde ich Ihnen nie vergessen. Komm, wir müssen uns beeilen. Er lässt mich wirklich gehen? Einfach so? Ja. Es gibt eben solche und solche. Komm, beeil dich.
Es gibt auch Norweger und Deutsche, die versuchen, friedlich miteinander zu leben. Es entstehen Freundschaften und sogar Liebesbeziehungen. Über 10.000 Kinder von deutschen Soldaten und Norwegerinnen werden im Krieg geboren. Diese Frauen und auch ihre Kinder haben es schwer. Oft werden sie ausgegrenzt, denn viele Norweger hassen die deutschen Besatzer. Verbrecher sind das. Die gehören eingesperrt. Und alles nur wegen ein paar Fischen. Hm? Hm. Mama! Oh, Fridtjof! Oh, mein Fridtjof! Danke, Arne. Wir haben nicht viel Zeit. Dann machen wir es wie besprochen. Keine Sorge, Fridtjof. Onkel Arne bringt uns hier weg. Ich habe Angst. Ich auch. Wenn wir nicht hier bleiben. Nein. Dann sperren Sie Fridtjof wieder ein. Wir kommen zurück, wenn die Deutschen weg sind. Pass mal auf, Fridtjof. Wenn einem Seemann das Wasser bis zum Hals steht, darf er den Kopf nicht hängen lassen. Jetzt hole ich das Boot vom Hafen. Wir treffen uns in der kleinen Bucht. Es tut mir so leid, Mama. Du hast dich mutig mit den Deutschen angelegt. Aber wenn ich auf Onkel Arne gehört hätte, ich wollte doch nur für dich und Rika sorgen. Das weiß ich doch. Dann auf Wiedersehen, liebes Haus. Bis bald. Auf nach Schweden. Was? Nach Schweden? Ja. Die Flucht nach Schweden ist ein Weg in die Freiheit. Denn Schweden ist nicht am Krieg beteiligt. Deutschland hat dort keine Macht. Aber die Flucht ist riskant. Die norwegische Küste und auch der Weg übers Land nach Schweden werden von den deutschen Soldaten bewacht. Ach, Sie sind das. Wo ist der Junge? Hm? Wo ist er? Der Junge? Hm? Den habt ihr doch. Nein, der ist abgehauen. Fort? Fort. Wo ist der hin? So was. Wo ist der Junge? Vielleicht Kongsberg. Kongsberg? Ja, ja, dort Freunde. Flucht noch mal. Los, Abmarsch. Der Junge ist ins Landesinnere unterwegs. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Immer mehr Norweger schließen sich in Gruppen zusammen und leisten Widerstand. Sie wollen ihr Land befreien. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Einer von ihnen ist erst 16 Jahre alt und bereits Seemann. Allein aus unserem Dorf waren 50 junge Männer dabei. Nur ich wusste, wie eine Karte zu lesen und ein Kutter zu steuern war. Du bist ein echter Seemann. Weinst du? Nein. Wichtig ist, dass wir alle noch am Leben sind und in Sicherheit.
Hier können uns die Deutschen nichts mehr wegnehmen. Schade, dass Papa nicht bei uns ist. Aber wir sehen ihn wieder, wenn Norwegen befreit ist. Auch Frankreich ist von Deutschland besetzt. In der nächsten Folge hilft die 13-jährige Sandrine deutschen Flüchtlingen.